Format finde ich unglaublich toll, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es sowas gibt, weil ich bin fest überzeugt und ich glaube wirklich, dass wir als Musikern oder Komponisten und Instrumentalisten, die neue Musik machen, wir müssen unser Publikum helfen, um das zu verstehen und das ein bisschen näher bringen. Und das Format finde ich perfekt dafür. So, Eva, was machst du da genau? Ich bin nicht sicher, ob die Leute, die auf der anderen Seite sitzen, das gesehen haben von dem Lautenstand. Kann ich das schon hier zeigen? Ich streiche nämlich auf meinen Seiten heute. Also ich erkenne nämlich, als Geheimtipp sage ich Ihnen das, wenn ein Cellist neue Musik spielt, ist es hier häufig ein bisschen weiß im Portfolio. Das Stück ist eher schwer und sehr virtuos, aber nicht im Sinne von, okay, jetzt spielen wir schnell oder technisch so wahnsinnig kompliziert. Diese Virtuosität liegt in diese Fähigkeit, zusammen zu spielen, einander zu hören, zusammenzuarbeiten. Es ist sehr, sehr, sehr langsam. Und eigentlich fange ich immer mit Bildern an. Also ich mache viele Zeichnungen, die ganz grafisch sind. Und während dieses Prozesses komme ich zu Noten schließlich. Aber es ist immer ein Klang, eine Vorstellung im Kopf und ich spiele es nicht. Und ich habe mit allen meinen Kräften versucht, Milica zu überzeugen, das wegzulassen. Dass dieses Blatt hier schön auf dem Mundstück bleibt, wo es hingehört. Aber nein, sie aber wollte es zeigen, nicht. Warum? Ja. Weil es nämlich mit Blatt so klingt. Und ohne Blatt. Es ist ganz deutlich unterschiedlich, oder? Also wir müssen alle in Kauf nehmen, dass es vielleicht kein Ton kommt nach diesen Stellen.